Herr Stadler, heute zu Besuch im Ländle auf Wahlkampftour für die EU-Wahl. Fangen wir mit einer Position an, wo Sie sich schon zu Wort gemeldet haben. Das ist die Asylpolitik. Da geht es jetzt momentan um die Asylrichtlinie, die die EU vorgeschlagen hat. Mhm. Warum sind Sie denn gegen diese Asylrichtlinie und wie wird es denn nach Ihrer Meinung oder wie soll es denn nach Ihrer Meinung laufen? Die Asylrichtlinie hat ein gutes Element, das möchte ich einmal gleich vorausschicken, das ist die Einführung des Fingerprints. Ja, dass man also europaweit diesen Asyltourismus abstellt, wo dann Leute, die in einem Land bereits abgelehnt wurden, dann in einem anderen Land mit einem anderen Namen, mit einer anderen Identität und mit einem anderen Lebenslauf auch, mit einer anderen getürkten Geschichte versuchen, Asyl zu bekommen und sich sozusagen durch ganz Europa zeitlang jedenfalls öffentlich durchfüttern lassen. Inakzeptabel ist der Vorschlag, dass jedem Asylwerber spätestens 6 Monate nach Antragstellung des Asylantrages bereits der volle Zutritt zum Arbeitsmarkt gewährt werden soll. Man soll sagen, wer diese Jobs erfinden soll. Wir haben unter Umständen bis zum Jahresende weitere Höchstwerte an Arbeitslosen zu befürchten. Man rechnet für das kommende Jahr mit europaweit mit zusätzlich 8,5 Millionen zusätzlichen Arbeitslosen. Das wären dann insgesamt etwa 30 Millionen Arbeitslose in der Europäischen Union. Bitte, das ist die Größe eines mittleren Staates. Zweiter Punkt, auch ein wichtiges Thema, EU-Erweiterung. Mhm. Aktuell gibt es ja eigentlich nur einen Kandidaten, der wirklich im Gespräch ist, das ist die Türkei. Auch hier haben Sie klare Meinung, nein zum EU-Beitritt der Türkei. Die Türkei ist nicht Europa. Die Türkei ist ein ganz anderer Fall. Die Türkei würde Europa zum Krachen bringen. Wenn man das will, dann soll man das doch sagen. Dann kann man das aber auch ohne Türkei organisieren. Die Türkei vertritt auch den Standpunkt, dass sich die Europäische Union ihnen anschließt und nicht umgekehrt. Das wird in Bälde bereits der bevölkerungsreichste Staat der Europäischen Union sein, mit absehbar in den nächsten 15 Jahren 100 Millionen Einwohnern. Das sind 20 Millionen mehr, als die Deutschen derzeit haben. Das heißt, es ist einfach verrückt. Wenn man die Türkei zum Teil Europas erklärt, dann ist natürlich auch der Kaukasus auf einmal Europa, dann kann man aber auch irgendwann in Südafrika auch noch Europa definieren. Also das ist absurd. Jetzt gab es natürlich in der Vergangenheit auch ein bisschen Aufregung um die Person Ewald Stadler und die EU. Sie haben 2007 in einem Vortrag einmal sehr ausführlich darüber Stellung genommen, was Sie von der EU halten und dass Sie das Ganze in gewisse freimaurerische Kreise auch gelenkt haben, sprich, dass die EU ein Zusammenschluss von Freimaurern ist. Sie haben auch die Symbolik in der EU-Fahne beschrieben. Wie passt denn das zusammen? Ich habe mich noch nie vor der Höhle des Löwen gefürchtet und mich hat auch noch kein Löwe wirklich schrecken können. Ja. Tatsache ist, dass man den Leuten 1994 noch den Schmarrn erzählt hat, dass die EU-Flagge so quasi ein Symbol der Sterne, des Sternenkranzes der Gottesmutter sei. Ja, das ist also ein totaler Holler. Ja, es hat sich herausgestellt, dass in dieser Europäischen Union jemand mit katholischer Einstellung gar nicht erwünscht ist, ja nicht einmal toleriert wird. Ja, bei der Abstimmung über den EU-Kommissar, also Kommissionsvorschlag Rocco Buttiglione, hat jeder Katholik gesehen, was von dieser Europäischen Union zu halten ist. Weil katholisch inakzeptabel. Das heißt, jeder Neuheide, jeder Narr ist in dieser Europäischen Union willkommen, der kann alles werden. Aber ein Katholik, wo der Katholikenanteil nicht wirklich vernachlässigbar ist, Gott sei Dank noch nicht, da wird auf einmal ein Aufschrei veranstaltet. Rocco Buttiglione konnte jedenfalls nicht Kommissar werden. Man hat das auch gesehen bei der Verfassungsdebatte, wo man mit einer geradezu gehässigen Militanz jeden Gottesbezug in der Verfassung abgelehnt hat. Das heißt, man will bewusst klar machen, dass Europa mit der christlichen Tradition, mit sozusagen mit diesem dritten Hügel, auf dem geistig Europa gebaut ist, neben dem Hügel für den europäischen Humanismus, Akropolis, neben dem Hügel des Kapitols für die europäische Staatstradition und Staatstheorie, war immer der Hügel von Golgotha, beziehungsweise Monte Cassino, je nachdem, wo man es topografisch ansiedeln möchte, aber jedenfalls das Symbol für die christliche Prägung dieses Kontinents. Wenn man das wegschaufeln möchte, dann ist Feuer am Dach. Und dann eben, ist es wichtig, dass sich Christen auch engagieren und sich auch in diese, wie Sie sagen, Höhle des Löwen hineinwagen. Ohne jetzt zu sehr auf Parteistreitigkeiten einzugehen, muss ich kurz auf die FPÖ eingehen. Ja. Da gibt es ja momentan große Aufregungen rund um das Kreuz, rund um den Wahlkampfslogan auch der FPÖ, von wegen Abendland in Christenhand. Ja. Das wäre ja eigentlich auch... müssten eigentlich Ihre Schlagworte sein? Nee, ich bin ja in der FPÖ massiv angefeindet worden, weil ich katholisch bin. Bin also dort beschimpft worden. Ich will diese ganzen Verbalinjurien vom Kerzenschluck herangefangen, bis was Gott wohin, gar nicht wiederholen. Ja, die sind also wirklich zum Teil unglaublich tief gewesen. Ich kaufe daher dieser Partie die plötzliche Erleuchtung nicht ab.
wünschenswert wäre es. Mein Parteiprogramm gilt ja nach wie vor. Sie haben ja nicht einmal was Besseres zusammengebracht bis jetzt. Mein Parteiprogramm aus dem Jahre 97 habe ich ja damals das wehrhafte Christentum in einer etwas verklausulierten Form, aber es ist trotzdem drinnen, in einem ganzen Kapitel ins Parteiprogramm hineingebracht. Das war mit Jörg Haider möglich, mit Strache war es nicht mehr möglich. Was haben Sie sich als Wahlziel vorgenommen? Was möchten Sie erreichen? Kann man es an Zahlen festhalten vielleicht? Naja, das ist relativ leicht machbar. Der Einzug ist je nach Wahlbeteiligung zwischen 4,5 und 5,9% möglich. Wenn es billiger sind, die Mandate, liegt es näher bei 4,5%. Wenn sie teurer werden, ist es näher bei 5,9%. Also ich möchte auf jeden Fall den Einzug schaffen. Das heißt also in etwa zwischen 4,5 und 6% in dem Fall. Ja?